Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute wird die Reihe der Aufwärmtrainings ergänzt und komplementiert, denn das ist das letzte elementare Aufwärmtraining, das ihr noch braucht, und zwar für den Rücken. Wir haben bereits ein gutes Video zum Aufwärmen für Brust und Schultern, ist nämlich so ziemlich das gleiche. Und wir haben bereits ein Video hier auf dem Kanal zum Aufwärmen der Beine. Die Aufwärmtrainings fallen recht unterschiedlich aus, von der Art und wie man sie gestaltet. Das gleiche könnten wir nochmal für die Arme machen. Wer das Ganze für die Arme sehen möchte, für einen Armtag, der schreibt es jetzt in die Kommentare. Ansonsten ist der Rücken der letzte Muskel, der bleibt. Wie wärme ich den optimal auf? Und da habt ihr schon ein paar Videos zu gesehen, die das so ein bisschen zeigen. Und vor allem bei den ganzen Videos, wo ich mein komplettes Training zeige, seht ihr das immer so ein bisschen mit. Jetzt aber mal in aller Ausführlichkeit, damit man es auch mal einzeln ansehen kann. Und da sind wir schon an der richtigen Station. Hier sind wir am Kabeltower, den man verstellen kann. Manche von euch haben das nicht zur Verfügung. Im Prinzip geht es hier um geführte Überzüge. Mit der Kurzhantel nicht unbedingt das Gleiche. Da würde ich das nicht machen, aber irgendwo habt ihr vielleicht so eine Vorrichtung und könnt daran diese Übung machen. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das machen kann, wenn man das hier einstellen kann. Ihr stellt das Ganze auf eine Höhe, die so ungefähr auf Brusthöhe ist, zwischen Brust- und Bauchhöhe. Also, wenn ihr die Arme ausgestreckt habt, sollte es das sein. Und optimalerweise nehmt ihr das Seil. Stellt ein Gewicht ein, mit dem ihr bei der Übung, die ich euch gleich zeige, so um die 20 bis 25 Wiederholungen schaffen würdet. Und jetzt gibt es hier eine ganz besondere Technik, die auch schon mal in einem anderen Video hier erklärt wurde. Schaut es euch an, ich erkläre gleich was dazu. Ihr versucht hier maximal, boah, ist viel zu viel Gewicht. Ihr versucht hier nicht nur den Latissimus mit aufzuwärmen, was die meisten fast nur damit machen, sondern ihr versucht den ganzen Rücken aufzuwärmen. Und um den ganzen Rücken damit aufzuwärmen, wollen wir den Latissimus aktivieren, aber auch den Rest, der zwischen den Schulterblättern ist. Dazu machen wir Folgendes. Wir bewegen auch unseren Oberkörper. Ihr macht also nicht nur das Übliche und zieht es hier ran oder bückt euch und zieht es hier runter, sondern die Ausgangslage ist mehr oder weniger die Streckung. Die Arme sind in einer Linie mit dem Kabel und ihr beugt euch nach vorne. Dadurch kommt ein wenig Zug auf den Latissimus, eine Dehnung. Die ist ganz wichtig dabei. Und dann kommt ihr nach oben, wenn ihr runterzieht und zieht hier zum Schluss. Ihr seht, ich komme hier runter. Bis dahin ist es hauptsächlich Latissimus-Aktivierung. Hier runter. Das heißt, die Arme werden auch fast gerade bleiben. Ihr lasst sie mehr oder weniger in der gleichen Stellung, in der ihr sie von Anfang an habt. Zieht hier runter in die Hüfte rein und jetzt geht ihr mit den Schulterblättern nochmal nach hinten und spannt den ganzen Rücken an. Und dann wieder nach vorne. Und ganz bewusst darauf achten, hier nehmt ihr die Schultern wieder zurück und die Brust richtig raus. Und wieder. Macht davon 20 Wiederholungen und ihr habt so einen schönen Pump, dass ihr schon das Gefühl habt, ihr braucht nicht mehr. Davon 2, 3 Sätze machen. Gerne mit 20 Wiederholungen und schon fast nah an dem Muskelversagen ran. Ihr könnt gerne bis zu 15 Wiederholungen runtergehen, sodass ihr euch so ein bisschen reinsteigert. Aber es kommt unheimlich viel Blut in den gesamten Rücken rein und es fühlt sich einfach gut an. Jetzt haben viele von euch nicht diese Einstellungsmöglichkeiten, sondern nur oben oder unten. Dann wählen wir natürlich die Oben-Variante. Und die kennen viele von euch. Ziehen Sie hier runter. Das Problem dabei ist, dass wir dann natürlich nicht die vollkommene Aktivierung haben wie gerade. Deswegen auch hier. Versucht euch ein bisschen vorzubeugen. Lehnt euch tendenziell ein bisschen mehr nach hinten und geht dann wieder nach vorne. Geht natürlich auch. Ist nur nicht mehr ganz so vorzuziehen, wie wenn das auf der mittleren Position ist. Das ist der erste Teil. Das Aufwärmen, das spezifische Aufwärmen des gesamten Rückens. Und dann geht's weiter. Und an dieser Stelle teilen wir das Ganze mal ein bisschen auf. Für die Fortgeschrittenen unter euch ist der Rücken jetzt so warm, dass ihr danach 2 Sätze Klimmzüge machen könnt. Das gehört noch nicht zu der eigentlichen Übung, aber ihr macht es eigentlich wie eine Übung. Das ist für die Leute geeignet, die mehr als 12 Wiederholungen Klimmzüge schaffen. 12, 15, vielleicht sogar bis zu 20. Die können das machen. Wer sowieso weniger als 12 macht, für den ist das weniger geeignet. Warum? Tendenziell sollten wir beim Bodybuilding, beim Krafttraining,
bei den ersten Übungen für den Rücken zwischen 6 und 12 Wiederholungen bleiben. Alles darüber hinaus ist so ein bisschen mehr Ausdauertraining für den Muskel. Manche von euch trainieren vielleicht so und bauen dann auch tatsächlich was auf, aber das tun die wenigsten. Wir verlassen also so ein bisschen den breiten Korridor von dem, was Hypertrophietraining ist. Und dadurch sind wir noch in so ein bisschen Aufwärmbereich. Klimmzüge eignen sich richtig gut dafür und deswegen würde ich die aus dem normalen Training rausnehmen. Das heißt, wenn meine erste Übung tatsächlich Latzug ist, mit schwerem Gewicht, umgekehrte Pyramide, 6 Wiederholungen und fast den ganzen Stack benutzen, dann habe ich mich mit den Klimmzügen gut aufgewärmt. So weit, dass ich vielleicht sogar ein wenig Kraft genommen habe. Aber das schadet auch nicht unbedingt. Wenn meine erste Übung eine Ruderübung ist, auch okay. Dann habe ich eben dafür gesorgt, dass ein bisschen der Latissimus priorisiert wird. Danach kommt die schwere Ruderübung als allererste Übung. Dann kommt wieder eine Latissimusübung. Egal wie ihr es macht, für Fortgeschrittene 2 Sätze Klimmzüge voran in eurem Training. Grundsätzlich versucht es mal. Mir gefällt es und so mache ich das am meisten. Für diejenigen von euch, die weniger fortgeschritten sind, beziehungsweise selbst wenn sie fortgeschritten sind, aber nicht unbedingt mehr als 12 Klimmzüge schaffen. Es kann sein, dass Leute, die seit 20 Jahren trainieren und doppelt so viel Kraft haben wie ich, trotzdem nicht so viel Klimmzüge schaffen. Das ist immerhin eine Körperübung. Deswegen darf man es da nicht ganz so streng nehmen. Aber wenn diese Übung nicht zu euch passt, macht das ganz gerne auch hier. Ist eine Übung, die ich sehr, sehr, sehr lange als Aufwärmübung mit eingeführt habe und als ich das erste Mal entdeckt habe und gemacht habe, einen enormen Pump bekommen. Wirklich eine tolle Übung, die ich auch von schon vielen Athleten gezeigt habe, die wirklich das als feste Übung mit integriert haben. Ihr geht an die Multipresse. Es geht nur darum, dass ihr eine Stange habt, die auf einer kontrollierbaren Höhe ist, wo ihr nicht dran springen müsst und die Beine noch auf dem Boden halten könnt. Und anschließend macht ihr hier Klimmzüge. Und zwar sehr kontrolliert. Hier geht es um kompletten Fokus. Ihr habt die Beine noch auf dem Boden und könnt jetzt selbst kontrollieren, wie viel Kraft ihr wirklich für den Rücken und für den Latissimus aufwendet. Ihr könnt natürlich tatsächlich echt ziehen und später unterstützen. Ihr könnt nur mit den Fußspitzen auftreten. Ihr könnt die Beine weiter nach vorne verlagern und dann hier ziehen. Egal wie ihr es macht, kontrahiert richtig stark oben. Ihr könnt auch dann ein wenig von den Beinen nachlassen und die negative machen. Wie auch immer, macht damit 20 Wiederholungen, wo ihr das Gewicht so steuert, dass ihr wirklich viel rausholt. Und euer Latissimus explodiert bereits. Wenn ihr mit so einem Latissimus ins Rückentraining geht, dann könnt ihr den Rücken spüren, aktivieren und alles rausholen. Deswegen entweder oder. Klimmzüge, wenn ihr mehr als 12 schafft. Nicht, dann macht das hier ran. Das nochmal mit 2 Sätzen. Und dann sind wir auch schon bei der ersten Übung angelangt, beziehungsweise bei der Maschine oder bei dem, was ihr als erste Übung macht. Dann kommt nämlich das ganz, ganz, ganz konkrete, spezifische Aufwärmen an der ersten Übung. Wir hatten jetzt 2 allgemeine Sätze am Seil für den Rücken, 2 Sätze nochmal für den Latissimus, entweder mit Klimmzügen oder eben Klimmzüge so ein bisschen unterstützen. Und jetzt an der ersten Maschine, sagen wir mal, das ist eine Rudermaschine, steigert ihr euch in das Gewicht rein. Hier müsst ihr nicht direkt auf volle Kanne gehen, denn ihr wollt auch diese Bewegung vorher lernen. Speziell dann, wenn ihr mit niedrigen Wiederholungen, also mit relativ hohem Gewicht anfangt und ihr wisst, dass ich euch das empfehlen würde. Wer mit 10 Wiederholungen oder mehr anfängt, der kann nun voll ins Training einsteigen. Ihr braucht keine Aufwärmsätze mehr. Haut einfach rein, außer ihr wollt euch noch mal so ein bisschen in diese Maschine und in die spezielle Bewegung einfinden. Dann macht das natürlich auch wiederum Sinn. Wenn nicht, wenn ihr mit weniger als 10 Wiederholungen anfangt oder so wie ich mit 6 Wiederholungen, macht es Sinn, hier nochmal 2 Stufen einzubauen. Macht ein Gewicht drauf, mit dem ihr so um die 10 bis 15 Wiederholungen schafft, dann anschließend und immer jetzt 2, 3 Reps in Reserve lasst. Ihr wisst, ich benutze diese Wörter nicht besonders gerne, aber in diesem Zusammenhang zum Aufwärmen passt es. Insofern macht dann mit einem Gewicht, mit dem ihr vielleicht 16 Wiederholungen schaffen würdet, 12, 13 Wiederholungen und macht mit einem Gewicht, mit dem ihr sonst 12, 13 Wiederholungen schaffen würdet, nochmal 8 bis 10. Und dann geht ihr ans richtige Gewicht dran. Heißt nochmal 2 Stufen dazwischen, wo ihr nicht alles gebt und wo ihr das Gewicht langsam aufladet bis zu eurem Zielgewicht. Dann habt ihr 2, 2, 2 und dann geht's richtig los. Euer Rücken sollte warm sein, euer Bizeps ist warm und ganz wichtig, eure Sehnen sind warm. Wenn ihr zum Beispiel kalt mit Klimmzügen anfängt bis zum Muskelversagen, wer hat das nicht schon mal gehabt, dass gerade die Bizepssehne richtig, richtig Stress macht, weil sie einfach kalt erwischt wird? Muss nicht sein. Das ist die letzte Aufwärmroutine. Wer jetzt die wichtigste Aufwärmroutine, nämlich die für Brust und Schultern sehen möchte, die grundsätzlich gemacht werden muss, noch viel wichtiger als Rücken und Beine,
der schaut sich direkt dieses Video an. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ihr verpasst keine Videos mehr und könnt euch auch mal die anderen anschauen. Stöbert hier einfach mal ein bisschen rum. Ansonsten liked das Ganze und lasst mir in den Kommentaren da, wie ihr euch aufwärmt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.